Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wie man Griff von Malok farmt und zwar effizient. Denn Griff von Malok ist unter den Impulsgewehren einer der besten im legendären Stil. Aus diesem Grund eine kleine Anleitung, wie man das effizient farmt. Kommt auch ganz drauf an, was hier für Perks drauf sind. Dazu dann aber am Ende mehr. Ich empfehle am Ende noch, was wo drauf gehört, um eine gute Waffe zu haben. Zuerst aber, wo droppt Griff von Malok? Griff von Malok droppt von Omnigul höchstpersönlich, ist also ein Strike-exklusiver Gegenstand. Das wäre, wenn man im Orbit ist und dann hier hingeht auf die Erde. Der Wille von Kuruta, das ist der Strike, wo man gegen Omnigul kämpft. Natürlich kann man hier direkt den Strike starten und dann gegen sie kämpfen. Es ist aber so, die Drop-Chance von den exklusiven Gegenständen ist, je höher, desto schwieriger der Strike. Bedeutet also, wenn wir hier mit dem niedrigsten starten, können wir zwar direkt anfangen, haben aber eine niedrige Dropchance. Was wir aber machen könnten, ist, wir gehen hier oben im Orbit auf die Vorhut und suchen den Strike dann über den heroischen, Vorhut-Strike. Das dauert aber dementsprechend lange, weil wir würden ihn dann starten, würden dann wieder abbrechen, neu suchen und so weiter und so fort, bis wir Omnigul gefunden haben. Ich für meinen Teil habe da teilweise schon 30 Minuten lang vergeudet, Omnigul zu kriegen. Lohnt sich also nur, wenn man sagt, wir werden jetzt 4 oder 5 Stunden lang farmen, dann machen wir es hier über diesen Strike und suchen ihn. Wenn man aber sagt, ich will nur eine Stunde oder 2 Stunden farmen, würde ich es genau so machen, dass man hier direkt in den Strike geht und startet. Den Strike spielt man dann eigentlich ganz normal bis hin zu dieser Stelle. Ich muss hier ja jetzt nicht alles zeigen, die meisten kennen ihn und die, die ihn nicht kennen, die wissen dann, wenn sie hier sind. Dann geht man hier hin, aktiviert hier mit dem Geist diese Tür. Das ist auch der ganz normale Ablauf vom Strike, das heißt, hier kommt man ohnehin hin und von diesem Punkt aus arbeiten wir dann. Waffen und Fähigkeiten, da komme ich dann nachher gleich dazu, was zu empfehlen ist mitzunehmen. Hier läuft man eigentlich bis hier nach vorne und Omnigul taucht nämlich eigentlich zweimal auf in dem Strike. Wenn man sie das erste Mal tötet, kann man da direkt wieder quitten und kann sie wieder an der gleichen Stelle töten. Das wird man jetzt dann gleich sehen. Wir haben einen Titan dabei, der rennt nach vorne, setzt eine Bubble mit Waffenbubble, dazu dann später mehr. Einen Jäger, mich in diesem Falle, am besten noch einen zweiten Jäger, der setzt Omnigul fest mit dem Bogen, weil dann kann sie nicht fliehen. Und mit den Schwertern hauen wir die dann kurz und klein, weil man da sehr, sehr viel Schaden macht. Dann töten wir Omnigul eigentlich an dieser Stelle bereits. Und wenn wir jetzt alle sterben würden, fallen wir zurück zum alten Spawnpunkt, da wo wir vorhin waren, und können das Ganze nochmal machen. Das heißt, man kann das beliebig oft wiederholen in einem einzigen Strike und muss den Strike nicht immer wieder neu starten, sondern kann das direkt so machen. Das heißt, gestorben, gerespawnt, ich habe jetzt hier ein bisschen geschnitten, aber es wird genau so ablaufen und dann kann man wieder in den Angriff gehen, das Ganze wiederholen, das heißt wieder Titan nach vorne mit Waffenbubble, die Jäger laufen durch, alle haben noch mehr Schaden und man kann Omnigul so oft töten, bis man Griff von Malok erhält. Man sieht jetzt, Waffen des Lichts habe ich drauf, dann einen Bogen, dann kann man die schön runterschlagen. Man muss da ein bisschen aufpassen, dass man Omnigul auch wirklich trifft. Man sollte übrigens von oben nach unten schlagen, das heißt in die Richtung, in die sie fliehen will, von da oben nach unten dann. Und irgendwann droppt dann Griff von Malok. Aber zuerst noch zu der Ausrüstung. Dann zu der Ausrüstung von dem Jäger. Jäger empfehlen sich da am besten 2 mitzunehmen, ein Titan und 2 Jäger. Wir fangen aber an, Primärwaffe ist relativ egal. Ich empfehle hier noch eine Schrotflinte mitzunehmen, dass wenn das Schwert nicht mehr mit Energie versorgt ist, damit man da mit der Schrotflinte noch nachhelfen kann, falls Omnigul fast tot ist und man gerade keine Schläge mehr hat. Und das Wichtigste ist eigentlich ein exotisches Schwert. Wie man an exotische Schwerter kommt, in der Infokarte blende ich sonst noch einen Guide ein, den ich gemacht habe, wie man da an die einzelnen Schwerter kommt. Am meisten zu empfehlen ist Tilga, weil sein Schlag von unten nach oben ist und man Omnigul so am besten treffen kann. Aus diesem Grund würde ich immer den Tilga empfehlen, wenn es geht. Wenn man den Tilga jetzt nicht hat, könnte Dunkeltrinker auch funktionieren, nur ist es nicht ganz so effizient. Auf dem normalen Strike sollte es aber gehen. Wenn man dann in der heroischen Playlist sucht, würde ich aber Tilga empfehlen. Wenn man jetzt beide nicht hat, geht knapp. Der Bogenwerfer auch noch, wäre auch noch eine Option. Auf alle Fälle auf dem normalen Strike beim heroischen empfehle ich den ganz klar nicht. Das heißt, Rangfolge Tilga Nummer 1. Dunkeltrinker Nummer 2 und Bogen Nummer 3. Ausrüstungstechnisch,
kann man jetzt sagen, ich gehe ganz kurz drauf ein, Wappen von Alpha Lupi, um mehr Sphären zu produzieren, weil Super ist immer wieder relevant, oder Himmelsbrenner-Anhang, dass wenn man da mit schweren Waffen Kills macht, dass man vielleicht auch noch Sphären produziert für die Teamkameraden. Aber die Rüstung ist nicht ganz so wichtig, Hauptsache man hat das Schwert. Dann gehen wir noch auf den Nachtpirsch ein, wie skillt man den am besten? Nun, am besten skillt man hier Schwarzes Loch, der leere Anker hat erhöhte Reichweite, hält länger an und kann mehrere Ziele anbinden. Es geht hauptsächlich darum, dass er länger anhält, damit Omnigul möglichst lange gefangen ist. Ich empfehle hier noch Vergiften, damit man mit der Rauchgranate möglichst viele Feinde noch vergiften kann, um den Super wieder ein bisschen aufzuladen. Dann hier Licht des Rudels, das Besiegen angebundener Ziele erzeugt Lichtkugeln für deine Verbündeten, damit der Titan immer frisch seine Sphären aufsammeln kann und die Bubble jedes Mal stellen kann. Das war es eigentlich schon. Den Rest kann man skillen, wie man möchte. Das heißt hier Licht des Rudels, Vergiftet und Schwarzes Loch, die sind eigentlich relevant, um den Super aufzuladen und Omnigul möglichst lange festzuhalten. Dann noch zum Titan. Bei dem Titan braucht man nur einen, das heißt, wie schon gesagt, zwei Jäger, ein Titan. Waffenausrüstung würde ich eigentlich gleich empfehlen. Rüstungstechnisch gibt es da mehrere Möglichkeiten. Ich empfehle hier Ruinenflügel, denn da ist die Fähigkeit drauf. Finde häufiger schwere Munition und erhalte mehr Munition in jeder schweren Munitionslieferung. Das ist nämlich elementar, dazu dann später noch mehr. Wenn man den nicht hat, würde auch Wappen von Alpha Lupi gehen, um die Jäger mit einer zusätzlichen Sphäre zu unterstützen. Oder man nimmt Glashaus. Das wäre dieser Helm hier, der hätte hier die Fähigkeit drauf, in Licht getaucht, verlängert die Dauer von Segen des Lichts und Waffen des Lichts, damit man länger den Segen hat und Omnigul so länger Schaden zufügen kann. Dann natürlich noch zu der Fähigkeit. Hier skillen wir Verteidiger und das Ganze auf Waffen des Lichts. Schutz der Dämmerung gewährt dir und deinen Verbündeten einen temporären erhöhten Waffenschaden, wenn ihr ihn durchquert. Macht also viel Sinn, das reinzunehmen. Das Ganze verstärkt wir mit Erleuchtet, erhöht die Vorteile durch Segen des Lichts und Waffen des Lichts und mit diesen zwei können wir dann Omnigul ziemlich schnell runterprügeln. Wie man den Rest skillt, ist relativ egal. Ganz wichtig auch noch, sowohl beim Jäger als auch beim Titan, ich würde gucken, dass der Intellektwert maximal ist, damit man den Super fast immer ready hat und so möglichst wenig Pausen zwischen den einzelnen Phasen hat. Also wenn man tötet, spawnt, wieder tötet, damit man den Super immer aufgeladen hat. Ein weiterer ganz wichtiger Bestandteil sind schwere Munitionssynthesen. Der Verbrauch von dem Schwert und den schweren Munitionssynthesen ist sehr hoch. Aus diesem Grund empfehle ich, sehr viele zu kaufen. Die kann man beim Waffenmeister für Glimmer kaufen und Glimmer kann man sich sozusagen dann direkt bei Omnigul wieder erfarmen, indem dass man einfach, wenn man gegen Omnigul kämpft, folgendes Hilfsmittel einsetzt und zwar das hier, Wachsgötze. Denn wenn man das aktiviert, hat man für 10 Minuten die Möglichkeit, aus Schar gegen einen Glimmer zu kriegen und wir kämpfen ja bei Omnigul gegen die Schar, also kriegen wir da direkt auch noch Glimmer raus. So kann man sich das ein bisschen refinanzieren mit den schweren Munitionssynthesen, indem dass man mit den Wachsgötzen arbeitet. Eine weitere Methode mit Wachsgötzen wäre, wenn man bei Irismorn hingeht, die verkauft einem nämlich ebenfalls auch schwere Munitionssynthesen gegen Wachsgötzen. Ist ein bisschen teuer, da muss man sich dann selber überlegen, was man besser findet, ob man hier jetzt mit Wachsgötzen an Synthesen geht oder ob man das kauft über den Waffenmeister. Da zwangsläufig alle Probleme haben werden mit der Munition vom Tilga oder den anderen Schwertern, zeige ich hier noch einen kleinen Trick, den es gibt. Man kann nämlich hier Schwertscheide skillen, erhöht die schwere Munitionskapazität. Das empfiehlt sich hier beim ersten so oder so, das reinzutun. Beim zweiten gibt es das auch, kann man auch skillen, dann hat man hier maximale Energie. Oder man skillt Krieger des Lichts, erhöhter Schaden für deinen R2-Angriff. Mit dem arbeiten wir ja grundsätzlich, aus diesem Grund empfiehlt sich das auch. Jetzt ist es aber so, wenn wir das drin haben und dann eine Munitionssynthese nehmen, wird man gleich sehen, kriegt man nicht ganz so viel Munition. Wir haben jetzt eine Kapazität von 68, das können wir aber noch erhöhen, und zwar mit diesem kleinen Trick. Wenn wir jetzt nämlich das Schwert ausgerüstet haben und wir klicken hier auf Schwertscheide, damit wir die Munitionskapazität erhöhen können, dann gehen wir auf die Synthese, aktivieren sie, haben jetzt natürlich 81 Energie. Jetzt können wir wieder auf das Schwert gehen, können einfach wieder auf Krieger des Lichts wechseln und wir sehen, wir haben weiterhin 81 Energie. Wenn wir jetzt sterben würden, fällt es zurück auf die maximale Energie, die wir vorhin hatten, aber solange wir nicht sterben, können wir das so handhaben.
Und ablauftechnisch sieht es dann so aus, mit der Ausrüstung, der Titan rennt nach vorne, stellt die Bubble, ich renn durch, krieg den Segen, hau meinen Bogen drauf, Omnigul kann sich nicht wegbewegen und wir prügeln auf Omnigul ein, bis sie tot ist. Wenn jetzt der Bogen sich lösen würde, hätten wir noch einen zweiten Jäger, der dann auch einen Bogen drauf machen kann. Tja, und im Grunde funktioniert das Ganze dann so, der Titan sollte seinen Super jetzt wieder ready haben, weil ich ja mit meinem Bogen Sphären produziert habe und der andere Jäger hat seinen Bogen in der Regel noch, das heißt man kann sterben, direkt neu starten und das endlos machen, bis man einen Griff von Malok gefarmt hat. Dann noch ganz kurz zu dem Griff von Malok, was empfiehlt sich wo? Griff von Malok hat ein großes Problem und zwar die Stabilität. Jetzt hier bei den mittleren Perks empfiehlt es sich die Stabilität irgendwie zu erhöhen, also perfekte Balance ist da zu empfehlen. Es gibt da auch andere, die die Stabilität ein bisschen in die Höhe trimmen. Hier ganz am Ende empfiehlt sich halbvolles Glas, das macht sehr viel Sinn, dass wir dann mit der zweiten Hälfte des Magazins mehr Schaden verursachen. Hier am Anfang wäre beispielsweise Messsucher absolut zu empfehlen oder Kopfsucher, dass wenn wir da einen Brusttreffer machen, dass wir dann mehr Schaden machen, also den Schadenswert erhöhen oder eben, dass wir hier nochmal irgendwie die Stabilität erhöhen können von der Waffe. Im Grunde genommen sagt das einfach, wenn wir irgendetwas hier oder hier drauf haben, was den Schadenswert erhöht, ist das gut. Hier in der Mitte empfiehlt sich, die Stabilität zu erhöhen oder Messsucher, was für eine bessere Trefferquote sorgt, gefühlstechnisch auf alle Fälle, ist auch gut. Oder eben, wenn wir hier oder hier nochmal die Stabilität erhöhen können. Das war's eigentlich von Griff von Malok. So farmt man ihn. Und das sind die Stats, die ich persönlich jetzt hier auf Griff von Malok empfehle. Eben Stabilität erhöhen und den Schadenswert, falls möglich. Falls dieses Video hilfreich war, lasst doch ein Like da. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.